Wie die Befragung von Thomas Schmidt jetzt ablaufen soll, Fakt ist, wie Sie sicher schon gehört haben, es ist leider zu keinem Ergebnis gekommen. Denkwürdig, negativ denkwürdig ist aber der Umstand, dass es meines Wissens nach das erste Mal in der Zweiten Republik der Fall ist, dass keine Konsultationsvereinbarung zusammengebracht worden ist, weil sich die ÖVP quergelegt hat. Das heißt also, wir sind hier ein bisschen in unbekanntem Terrain unterwegs, was die Befragung von Thomas Schmidt jetzt betreffen wird. Ich fürchte, dass die ÖVP hier eine Doppelstrategie gefahren hat. Zum einen wollte die ÖVP von der WKStA sozusagen herauskitzeln, in welchen Bereichen noch gegen die ÖVP ermittelt wird. Und das halte ich per se schon für sehr, sehr verwerflich, denn die parlamentarischen Möglichkeiten dafür auszunutzen, um sozusagen illegale Einsicht in ein Verfahren zu bekommen, ist schon ein starkes Stück. Und das von einer Partei, die man in den Bundeskanzler stellt, das muss man mal für sich so dastehen lassen und auch bewerten. Und der zweite Teil der Strategie dürfte offensichtlich sein, dass die ÖVP möchte, dass wir uns im Zuge der Befragung von Thomas Schmidt natürlich in elendslangen Geschäftsordnungsdebatten verstricken werden. Das heißt also, das Muster, das wir von den letzten Wochen und Monaten kennen, dass schlussendlich eine Sitzung oder eine Befragung durch Geschäftsordnungsdebatten zerredet werden wird, das dürfte sich hier fortsetzen. Schade. Eines ist aber klar, wenn die ÖVP noch einmal sagt, sie ist für totale Aufklärung und sie ist dabei, auch ihren Beitrag dazu zu leisten, dann spricht sie mit gespaltener Stimme und meint immer das Gegenteil von dem, was sie sagt.